Und los geht's bei Dress Your Moment mit Kandidatin Nummer 1. Na dann, stellt euch doch mal vor, ihr Hübschen. Hallo, mein Name ist Julia Flach. Ich komme aus Jägersfreude und ich mache heute bei Dress Your Moment mit. Das ist meine Shoppingbegleitung, Claudia. Wenn wir nicht gerade shoppen gehen, gehen wir zusammen feiern, wir gehen zusammen tanzen, machen uns auch mal einen gemütlichen Abend. Und wir haben einen sehr großen Freundeskreis und wir sehen uns dann meistens alle zusammen und haben zusammen unseren Spaß. Ihr seid wohl ein eingespieltes Team, was? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Wir haben uns gesucht und gefunden. Genau. Und ist das hier euer erstes Mal vor der Kamera? Das allererste Mal, ja. Das ist Premiere heute. Habt ihr denn bereits ein Dirndl? Ja, auch. Sie hat, glaube ich, eins, ich habe zwei zu Hause und das dritte fehlt jetzt noch. Also alle guten Dinge sind drei. So, seid ihr aufgeregt? Total, schon seit ein paar Tagen. Und wie schätzt ihr eure Chancen hier ein? Wir werden das Ding rocken. Auf jeden Fall. Wir drücken euch alle Daumen. Vorher aber zu den Regeln. Jedes Shopping-Team hat 2 Stunden Zeit fürs Shoppen, Make-up, die Frisur und das abschließende Fotoshooting. Das Budget sieht maximal 500 Euro vor. Die Gewinnerin darf die eingekauften Kleider behalten. Bewertet wird die Kandidatin von Martina Schilling von Coverface und der Facebook-Gemeinde. Dazu aber später mehr. Denn jetzt wird erstmal geshoppt. Und, wie findest du es? Super schön, vielleicht gibt es noch was passiert. Also noch nicht so ganz dein Favorit, was? Bisher. Das ist das Erste, was war. Na, dann muss wohl Dirndl Nummer 2 ran. Tada! Nummer 2? Besser oder schlechter als Nummer 1? Erste war besser. Okay, dann scheidet das wohl aus. Das scheidet aus. Okay. Jetzt kommt Nummer 3. Das ist es doch, oder? Ich glaube auch, das ist es. Das ist Hammer. Also das fällt hier so toll. Es hat einen tollen Stoff und es hat auch Taschen. Also dann stehst du auf jeden Fall. Ne? Und es sitzt auch hier perfekt im Gegensatz zu den anderen. Ja. Die Mutti ist begeistert. Also ich habe es gerade angezogen, das war's. Das ist perfekt. Nach welchen Accessoires sucht ihr eigentlich? Also sowas gibt es vielleicht unten noch in schwarz. Und dann suche ich hier jetzt nur noch eine Kette mit einem passenden Anhänger dazu. Bist du sehr nervös? Du zitterst ja richtig. Ich zittere immer. Aha, Julia zittert also immer. Na dann. Ja, wer hat das? Kandidatin Julia hat nichts Passendes gefunden, also geht's runter ins Erdgeschoss. Und nach was sucht ihr hier? Kette, je nach Kette. Ich hätte nämlich gern halt so eigentlich was anderes, als da, was wir jetzt hatten. Nee, ich hätte gern auf jeden Fall so Hals anliegen, aber ich weiß es nicht. Nee, ist rot. Holen wir das doch. Ja, holen wir das doch. Wir sind unter Zeit. Ich brauche nur ein Armband daraus. So ein Trien. Wir kommen gerade. Okay. Bleibst du hier stehen und ich suche Nagellack raus? Oder? Das Silberne oder das Schwarze? Okay. Wir hätten gerne ganz hinten. Ich glaube, das ist ein bisschen warm. Genau. Ja. Ich aber auch. Ist das auch bei 69 Euro? Ja. Okay, nehmen wir. Okay. So, dann hole ich gerade noch ein Etikett und ein Kästchen dann gerade. Komm mal, da können wir dann gleich nochmal kommen. Wir müssen gerade noch den Nagellack aussuchen. Danke. Tschüss. Und kommen wir gut mit der Zeit hin? Glänzend. Ja, der ist glänzend. Und hier Silber. Ist der nicht zu dick? Wie zu dick? Zu dick mit der Paillette. Ne, guck mal das. Hier. Ah, okay. Ich finde, das geht voll klar. Ja, dann können wir uns mal aussuchen, welchen. Ja, passt du den an. Okay. Dann auf zum Armband und dann sind wir fertig. Okay.
Nun heißt es aber schnell ab zum Friseur. Okay, nur der Ringfinger. Mach erstmal nur die drei. Und damit die Zeit genutzt wird, wird Julia von allen Seiten verwöhnt. Während Julia ihre Haare gemacht bekommt, kümmert sich Freundin Claudia um ihre Fingernägel. Also Ringfinger auf jeden Fall in Silber und die anderen erstmal in Schwarz. Wenn das preislich vielleicht auch mit einkalkulieren? Genau, was kostet das eigentlich? Aber was hochschrecken pro Minute? Pro Minute? Minute. Also bei das heißt, wir haben 20 Minuten. Nein, das passt doch. Julia liegt gut in der Zeit. Sie muss nur noch zum Schminken und zum Shooting und dann ist sie auch schon fertig. Julia zeigt sich gut vorbereitet und hat ein Bild mitgebracht, wie sie geschminkt werden möchte von Martina Schilling. So Nütön, dass das nicht so übertrieben halt Augen und Mund. Sondern nur Augen eher zart mit einem schönen Lidstrich. Okay, ah ja, guck mal, ich mache das auch jetzt so, dass auch zu dir passt. Ne? Ja. Ich kann dir nicht einfach irgendwas machen, was dann überhaupt nicht passt. Also da müssen wir irgendwie ein bisschen mal gucken. Wie viel Zeit haben wir? Oh, wir haben noch circa eine halbe Stunde Zeit. Ah ja, da kann ich mir Zeit lassen. Ich habe jetzt gedacht, eine Viertelstunde oder so. Jetzt kann ich mal ein bisschen. Das ist ohne Parfüm. Und das ist das Endergebnis. Jetzt heißt es für Julia, Daumen drücken, hier ihr Appell an die liebe Facebook-Gemeinde. Liebe Freunde und Familie, auch die bei Facebook sind und vielleicht auch die nicht bei Facebook sind, ich würde euch ganz lieb darum bitten, dass ihr für mich abstimmt, dass ich das tolle Dirndl, die Accessoires alles behalten darf und dass ich dann am Freitag, am Oktoberfest auch tragen kann.